60. Minute, sechstes Saisontor. Und was für ein Tor. Hat der Junge die Ruhe weg in dieser Situation? Wird nicht hektisch, guckt den Torhüter aus, hat die Technik, macht das 1:0, Erik Obina. Das Zuspiel von Ivan Klasse, der Abschluss schon fast mehr als Klasse, Erik Obina. Aber noch sind es der erste Teil des Dramas geschafft. 1:0 gewinnen die Kickers dank Erik Obina, haben jetzt 45 Punkte und dennoch fällt der Jubel nach Schlusspfiff verhalten aus. Ein weiteres Beispiel des Spielers mit der Nummer 9, Obino Erik. Sein 3:0 für Feinschmecker der höchsten Fußballkunst. Ein Genuss. Der 18-Jährige hat bereits zahlreiche Angebote von europäischen Vereinen. Verkaufswert mindestens 1,5 Millionen Dollar. Warum? Sie sehen es. Das Team aus Bahia spielte bei diesem erstklassigen Turnier mit den Gegnern Katz und Maus. Nachwuchssorgen im Land des Vize-Weltmeisters nicht vorhanden. Service sur Erik Obina. Très en vue en ce début de rencontre. Il peut donner à David Charrieras qui peut centrer. Ponsard, poteau, superbe reprise de Adrien Ponsard. Le premier. Stéphanois qui peut récupérer avec un tir d'Obina peut-être. Oui, Eric. Oh, but de Erik Obina en ce début de deuxième mi-temps. Et tous les joueurs stéphanois. Bon, félicité au poteau de corner, l'avant-centre stéphanois. Robert Nouzaret, le coach, eh bien, a densifié son milieu de terrain en apportant un peu la technique, surtout la technique de Kader Ferraoui et la puissance de Fabien Boudarène. Ah, belle ouverture avec Erik Obina qui va rentrer dans la surface de réparation et qui va marquer le deuxième but. Et le deuxième voilà but, voilà. Ah, voilà, en deux minutes, en deux minutes, le match maintenant s'annonce vraiment bien pour la Saint-Étienne, comme quoi vous voyez, la Saint-Étienne qui a mis longtemps, longtemps et à trouver l'ouverture. Et le passeur Philippe, je crois, c'est Julien Sablé.